Sebastian, du guckst dir ganz gespannt die Unterseite der Zigarrenboxen an, obwohl die ja gar nicht so interessant sind, oder? Obendrauf ist doch A viel schicker und B. Denkste? Denkste? Was bei den kubanischen Zigarren, da steht unten das Wichtigste drauf. Ich bin gerade so das sogenannte Boxing Date mal durchgegangen im Humidor bei den kubanischen Zigarren und ja, eher ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen. Weil man will bei kubanischen Zigarren immer möglichst altes Boxing Date haben, also gut abgelagerte Zigarren, ältere Zigarren. Und wenn ich jetzt hier mal so drauf schaue, habe ich hier zum Beispiel, ich hoffe man kann es lesen, ENE 20 steht da. Da hilft es ein bisschen Spanisch zu können, weil Enero ist das spanische Wort für Januar, also Januar 2020 in die Kiste gekommen und dann verschickt worden. Das ist sehr jung, muss man sagen. Ja. Wir sind jetzt in 2020, hier haben wir November 2019. Ist für eine Zigarre auch noch eher jung. Und hier bei der Ramona Jones Gigantes zum Beispiel, das waren jetzt schon so die ältesten, die ich gefunden habe. März, also Marzo 2019, März 2019 ist dann jetzt im Moment so mit das älteste von den klassischen Zigarren, die wir hier haben. Es gibt natürlich sogenannte Anejados. Da ist mir was sehr Schönes in die Hände gefallen, und zwar eine Romeo Julieta Churchill aus dem Jahr 2002. Also die hat ein Boxing Date November 2002. Das ist natürlich schon wirklich was für Sammler und Liebhaber, weil so alte Zigarren sind eigentlich kaum noch im Fachhandel zu finden. Die fällt in dem Fall auch unter das Anejados-Prinzip, das nichts anderes besagt, als dass die Zigarren nochmal in der Kiste nachgelagert werden. Das ist auch so die älteste Havanna, die wir im Moment im Laden haben. Jetzt ist aber eigentlich die Frage, was bringt denn überhaupt das Boxing Date? Viele Aficionados, so auf Kuba spezialisierte Zigarrenliebhaber, denen ist es ganz wichtig, eine bestimmte Kiste mit einem bestimmten Boxing Date zu haben. Weil doch, ja, ich will nicht sagen unbedingt Qualitätsunterschiede, aber Geschmacksunterschiede häufig festzustellen sind. Die Frage ist sehr schwer insgesamt zu beantworten, weil was wir festgestellt haben, ist, wir haben beispielsweise von der hier, von der Monte Cristo Nummer 2, haben wir ältere Zigarren geraucht, wir haben jetzt was Jüngeres geraucht, wir haben nochmal was Jüngeres geraucht, und da waren die Unterschiede doch relativ groß. Also es gab was Junges, sehr Gutes, wir haben auch was Junges mit dem ähnlichen oder selben Boxing Date geraucht. Ja, was uns dann nicht mehr so überzeugt hat, also die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Deswegen haben wir jetzt Folgendes vor bei Starke Zigarren. Wir wollen mal wirklich die ein und dieselbe Zigarre mit verschiedenen Boxing Dates in den nächsten Monaten durchprobieren. Einfach mal Test rauchen, immer wieder, auch von verschiedenen Marken, verschiedene Formate. Und dann wirklich so ein ja, schönes Ergebnis präsentieren, dass wir sagen können, dass wir hoffentlich sagen können, ja, schaut her, März 2019 bei der Zigarre war deutlich interessanter, besser abgelagert, ausgewogener im Geschmack als jetzt die Variante aus 2020. Man muss gleichzeitig dazu sagen, die Boxing Dates sind dann auch häufig schon ausverkauft oder schnell ausverkauft. Aber so kann man zum Beispiel mal sehen, was frisch auf den Markt kommt, 2020er, wie sich die verhalten im Vergleich zu älteren. Könnten ja rein theoretisch sogar auch mal besser sein. Ja. Das werden wir sehen, wenn wir ein kleines Experiment starten bei Starke Zigarren, um wirklich bessere Auskünfte über das Boxing Date bei kubanischen Zigarren geben zu können.